Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich musste hier nun mal gerade erstmal alles wieder zum Start bringen. Außerdem müssten wir mal unseren Mähdrescher abtanken. Und ich sehe gerade, die nächste Wolle ist bald fertig. Also da haben wir dann auch gleich noch ein wenig Spaß. So, das steht wieder ein bisschen ungünstig hier. Ist aber erstmal nicht ganz so tragisch. Werden wir überleben, denn ich möchte natürlich hier noch entsprechend weitermachen, muss nur gerade das richtige Gerät finden. So, die ersten zwei Spuren von unserem 15er Feld haben wir ja schon fertig. Und ja, da warten jetzt noch ein paar Spürchen. Die werden wir natürlich jetzt auch gleich entsprechend noch bearbeiten. Denn das 15er Feld können wir ja schon mal düngen. Das tut ja der ganzen Sache nicht weh. So, hier müssen wir wieder ganz rausgehen, damit ich sehe, wo wir ungefähr hin müssen. Ich will das hier auch, wie gesagt, nicht zu sehr überlappen lassen. So sollte das aber hinhauen. Oh, einmal bitte Gas geben. Dankeschön. Und wir düngen mal fleißig weiter. So, ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht wegen dem ganzen Versatz hier, dass wir das einigermaßen sauber hinkriegen, weil ich ja festgestellt hatte, dass das Feld 14 und 17 gleichzeitig erntereif werden. Machen wir nämlich ganz einfach. Wir werden dann hier das Feld 14 gleich wieder einsehen. Und das Feld 17 lassen wir eine Stufe warten. Dann haben wir zwar nicht von rechts nach links oder links nach rechts den schönen Versatz, sondern ein bisschen vertauscht. Aber das ist ja egal. Hauptsache, wir haben im Prinzip die vier Felder, die wir nicht alle auf einmal dann abernten müssen. Zumal wir ja für Feld 16 sowieso noch eine kleine Spezialität geplant haben. Da wollen wir mit Körnermais anfangen. Und die Sachen haben wir uns gestern schon angeguckt, was wir dafür alles brauchen. Ist nicht ganz so viel, aber das Geld muss ja auch erstmal reinkommen. So, und wenn jetzt hier unten das fertig ist, wie gesagt, sehen wir auch gleich hinten dran wieder ein. Ich möchte das Stroh erstmal nicht einsammeln, denn so viel Stroh brauchen wir für die Kühe eigentlich nicht. Aber was wir bald noch dazu wieder brauchen, wird ein zusätzlicher Traktor sein. Denn es wird jetzt doch langsam eng, nachdem wir doch hier relativ zügig vorankommen, zügig erweitern. Da sollten wir auch gucken, dass wir maschinell immer auf dem aktuellen Stand bleiben. So, erste Spur durch, 61%, das macht Laune. So, das heißt, wir müssen hier für das große Feld im Prinzip nur zweimal nachtanken, dann sollte das eigentlich ausreichen, wenn wir das hier einigermaßen gescheit machen. Obwohl, ich sehe gerade, von der Breite ist das doch noch ein ganz schöner Kavenzmann. Will ich mir jetzt mal hier gerade angucken, wenn man hier mal sieht, das haben wir, das müssen wir noch. Also, da haben wir gerade mal die Hälfte jetzt. Jo, also dürfen wir dreimal nachtanken, gehe ich mal von aus. Aber ist ja soweit auch erstmal gar kein Problem. Der Dünger kostet uns nichts, das ist das Allerwichtigste. Und ich bin froh, dass wir hier den großen Garant genommen haben mit 32.000 Litern. Eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Denn somit können wir auch die richtig großen Felder eigentlich ziemlich zügig bearbeiten. Und wenn uns aus irgendeinem Grund wirklich mal das komplette Düngegut fehlen sollte und wirklich gar nichts mehr da ist, dann können wir immer noch auf die automatische Düngekombi da zurückgreifen. Die kostet zwar dann ein bisschen Geld, aber ich denke mal, das wird dann eher so ein bisschen im Hintergrund bleiben. So, da unten steht unser Ladewagen. Unser Mistchauffeur sozusagen auch noch, unser großer. So, und da hinten müssen wir bald mal gucken. Ihr seht ja, das ist das Schöne, die Texturen werden ja trotzdem angezeigt. Ist noch im Gärprozess das erste Silo. Auch da erwartet uns natürlich dann noch ein bisschen Geld. Und ich denke mal, mit diesem Geld können wir dann ohne Schwierigkeiten das Ganze hier zu Ende führen. So, jetzt bin ich gerade überlegen. Jetzt haben wir noch 7000 Liter drin. Diesmal werde ich das nicht so machen, dass wir hier im Prinzip gleich wieder nachtanken, sondern diesmal möchte ich das doch hier erstmal sozusagen leer fahren, das Gerät. Sollte dann doch noch ein bisschen was bringen. 20%, da gehen noch ein paar Meter. Da brauchen wir nicht so oft nachzutanken. Das Tanken geht zwar schneller, aber warum soll man ein halbvolles Gerät wieder auftanken? Ich denke mal, das sollte so etwas besser sein. Ja, und wir sehen auch schon, da geht einiges noch. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Von der Fläche her ist es doch ganz schön viel Zeug. So, und die Wolle müssen wir jetzt auch gleich kümmern. Das Gute ist, wir haben ja den Mistwagen hier rechts stehen. Schön, da sieht man, da hängt der Ursus vorne dran mit der Palettengabel. Kurz noch nachlenken, dass wir hier keine Lücke reinfahren. So, und dann können wir von da schnell die Palette wegbringen. Das bringt uns dann auch nochmal so knapp 5000 Euro. Damit sind wir also auf alle Fälle auch auf Nummer sicher.
So, und hier sind wir jetzt fast die gesamte Spur noch durchgekommen. Das ist doch gar nicht mal so übel. Hätte ich das gleich gemacht beim ersten Mal auch, wären wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Aber nun gut. Wir fahren jetzt erstmal zurück, tanken den Knaben wieder voll und während hier das große Güllefässchen sich befüllt, werden wir mal schnell die Palette vorbereiten, beziehungsweise ich gucke gerade mal, wie weit ist die Ernte. Ah, da stehen wir im Weg, das habe ich jetzt wieder mal gar nicht gepeilt. Mann, 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 Mann. Ich ernte und dünge und dünge und dünge und sehe gar nicht, dass hier der Mähdrescher im Weg ein Hindernis hat. Also das ist gar nicht gut. Okay, dann nutzen wir die Chance. Werden wir das auch gleich hier sozusagen sofort wieder abtanken. Dann holen wir sozusagen die Zeit, die er jetzt da sinnlos rumgestanden hat, gleich wieder raus. Denn so kann er gleich abtanken ein bisschen. Kriegt ein paar Prozent los, das ist schon mal ganz okay. Hier lassen wir ihn stehen, dann kann er ihn schön leer machen. So. Und ja, jetzt fahren wir aber erstmal unser Güllefass voll machen. Der Lizard Truck ist auch schon wieder zur Hälfte voll mit Weizen. Da können wir mal schnell die Statistik schauen. Ja, Weizen können wir gut gebrauchen. Gerste wird hier auf dem Feld 15 dann angesät. Das wird wirklich viel werden. Und ich bin jetzt noch am Überlegen. Ja, Feld 16 werden wir am besten auch nochmal Weizen machen. Dass wir dann sozusagen bis zur nächsten Ernte das Geld zusammen haben für die neuen Geräte und dann können wir mit dem übernächsten Prozess einsehen, sozusagen dann starten. Was ich jetzt auch nochmal schnell schauen möchte, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja, ich bin mir sicher, wir brauchen noch ein paar Kühe, nämlich eine hier und ein Schaf. So, das sollte natürlich auch immer erweitert werden. Gut, während der jetzt wie gesagt volltankt, fahren wir mal mit dem Kollegen schon mal darunter. Da können wir so halb quer übers Feld mal drüber fahren, stellen den Mistwagen am besten unten gerade hin zum Düngen dann. Und werden dann erstmal die. Oder wollen wir schon anfangen zu düngen? Das können wir auch machen. Genau, wir fangen einfach schon mal an zu düngen, während der da unten noch volltankt. Das dauert ja alles so seine Zeit. Nutzen wir das doch optimal aus. Und werden hier schon mal ein wenig düngen. Ein bisschen Mist verteilen. So. Und ja, dann die Schafe, die brauchen eh noch einen Moment, bis das soweit ist. Ich gehe mal hier ein Stück raus, nehme mal die Statistik raus. So, werden wir hier anfangen, entsprechend das Ganze schon mal loslaufen zu lassen. So, und hier können wir uns jetzt auch noch ein bisschen besser orientieren. Müssen wir mal gucken, wo wir da am besten reinfahren. Wegen der Arbeitsbreite, dass wir nicht zu viel verschenken. Ja, und ihr seht hier, für das 16er Feld ist das doch deutlich angenehmer. Mit dem großen Feld, das war dann doch ein bisschen zu sehr Krampf. Ich denke mal hier von den Dimensionen her passt das ganz gut. Und wir kriegen den Mist als kostenlosen Dünger auch noch gut unter. Das ist natürlich auch wichtig. Denn wir können ja hier Geld sparen bei so vielen Ecken. Und solange wir hier für den Mist noch keine andere Möglichkeit haben, den zu nutzen, werden wir das hier natürlich schön freizügig auf dem Feld verteilen und dementsprechend auch wieder ein bisschen Düngematerial sparen. Und bei dem relativ kleinen Feld 16 hier ist es soweit ja auch gar kein Problem. Oh, Mähdrescher ist auch gleich voll. Können wir wieder abtanken. Okay. Oh, das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Und da lassen wir jetzt gerade eine kleine Lücke. Das ist nicht so gut. Aber das werden wir jetzt erstmal überleben. So. Dann lasse ich den hier gerade mal stehen. Steig mal kurz aus. Ab zu unserem Truck. Der sollte sich mal um den Mähdrescher kümmern. So kriegen wir die Ernte nämlich noch relativ zügig durch. Und ich denke mal, das sollte vielleicht sogar in dieser Folge noch was werden. Allzu viel ist es nicht. Case ist groß. Wenn ich jetzt nicht gleich wieder 3 Minuten im Weg stehe, sollten wir damit kein Problem haben. So. Und nichtsdestotrotz, wir haben ja noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wo ist der Ursus hier? Werden wir jetzt doch erstmal das Düngen hier weiterziehen. Ich denke mal, das Düngen des anderen Feldes kann ich machen, während hier die Einsaat läuft. Da haben wir auch nicht mehr allzu viel zu erledigen. Das wird also relativ schnell fertig sein. Bereiten wir hier das Feld vor. Das muss ja sowieso direkt wieder eingesät werden, damit wir, wie gesagt, unsere ja, Wachstumsversatzstufen, unsere extra produzierten hier dann haben. Und so sieht das auch ganz gut aus. Ja, da könnten wir sogar, sagen wir, 2/3 des Feldes locker hinkriegen mit einer Füllung. Ja, dann denke ich mal, ist das auch vernünftig. Und wir kriegen mal den Misthaufen ein bisschen runter. Denn wie gesagt, jo, kostenlosen Dünger nimmt man doch immer gerne an. So, gleich in die nächste Spur. Und ihr seht, wir haben schon locker 1/3 des Feldes zusammen. Das macht also schon ein bisschen was aus. Und das Gute ist, wir haben unseren Truck im Blickfeld und können sehen, wann jetzt der Mähdrescher gleich ankommt, damit wir rechtzeitig auf Seite fahren können.
Also alles hat seine Vorteile. Oh Gott, oh Gott. 2 Drittel der Folge sind schon wieder rum, aber ich glaube, wir haben doch ganz gut schon was erreicht. Denn wie gesagt, die Kondor, die kann jetzt im Prinzip dann gleich hier hinten dran loslegen. Die läuft ja auch relativ zügig, braucht die Düngeeinrichtung nicht einzuschalten. Das Stroh grubbern wir diesmal einfach unter. Wir werden noch mehr als genug Stroh hier zusammenkriegen. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch gleich soweit. Genau, da oben kommt der Mähdrescher an. Das heißt, wir halten mal kurz an, spurten mal rüber und werden mal gucken, dass wir hier den Kollegen aus dem Weg fahren. So, gucken, ob wir das schaffen, ohne dass der da stehen bleiben muss. Ne, dafür braucht er zu lang mit der Beschleunigung. Also er bleibt ganz kurz stehen, aber kein Problem. Kriegen wir alles hin. Das passt soweit. So, und dann stellen wir den jetzt, wo stellen wir den jetzt mal hin? Ich würde sagen, wir stellen den mal hier draußen hin. Denn dann steht da auch der Kondor und den anderen nicht im Weg. So sollte das etwas besser funktionieren. So, wir düngen hier weiter. Haben noch 9%. Das heißt, auch hier müssen wir gleich dann ein bisschen nachfüllen gehen. Ja, komm, fahr. Sonst verschleudern wir zu viel Düngematerial, bis der in die Puschen kommt. Wenn wir aber zu spät einschalten. Jo, haben wir ein Loch im Feld. Ist auch nicht so toll. So, gut, der ist leer. Gut, dann flitzen wir mit dem mal schnell zum Kuhstall runter, werden den nochmal nachfüllen. Aber so insgesamt ist das schon okay. Ja, wie sieht's aus? Ja, fast das halbe Feld im Prinzip mit einer Mistkarrenfüllung erledigt. Das ist soweit gut. Und, oh, Mähdrescher ist auch gleich voll. Okay. Hier drüben haben wir ja schon richtig große Flächen bedüngt. Das ist gut geworden. Müssen eigentlich auch gleich mal gucken, wie viel wir überhaupt hier noch so an Düngevorrat haben. Ich glaube nämlich, allzu viel wird das nicht mehr sein. Selbst der Misthaufen dürfte jetzt auch schon deutlich runtergegangen sein, weil die Kühe produzieren ja nicht so viel Mist, aber dafür fahren wir momentan sehr viel Mist ab. Und fahren wir hier mal schön sauber drunter. Tanken aber vorher mal schnell den Mähdrescher ab. Oh, dann können wir das auch gleich ins Silo bringen, sehe ich gerade, weil danach noch eine Fuhre wird der Truck nicht schaffen. Okay, Doki. Jo, steht wieder da oben. Okay, ist kein Problem. Aber das kriegen wir alles nicht mehr hier in den Kipper rein. Das heißt also, nach dem Abtanken sollten wir dann doch schauen, dass wir das hier mal ja, entleeren, im Silo einbunkern. Und dann kann es hier fröhlich weitergehen. So, während der jetzt hier abtankt, das dauert ja auch seine Zeit, können wir uns eigentlich hier unten mal um die Sache kümmern. Mal gucken, erwische ich den Lizard direkt? Ja, das ist gut. Ah, fast perfekt runtergefahren. Nicht ganz optimal, aber schon ziemlich gut. Jetzt kippen wir hier erstmal wieder ein bisschen Mist rein. So, und dann brauchen wir gleich noch eine volle Schaufel. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was wir im Prinzip an Mist jetzt noch da haben. Der Haufen sieht ja noch ziemlich groß aus. Aber bin mir nicht so sicher, wie viel da jetzt noch drin ist. Ja, zeigt er mir hier auch nicht an. Er zeigt nur an, dass es jetzt voll ist. Also gucken wir mal in der Statistik rein. Da sieht man es am besten. Ja, also Güllegrube 68.000. Das dürfte dann langsam eng werden. Wobei, wir haben ja wieder eine Kuh dazu. Misthaufen ist soweit mit 240.000 erstmal noch in Ordnung. Und wenn die BGA dann, wie gesagt, soweit ist, dass wir sie auch, oh shit, das war jetzt wieder mal ein schöner Treffer. Wenn die BGA soweit ist, dass wir auch da wieder loslegen können, kriegen wir da auch wieder ein wenig Gülle rein. Das ist gut. So, das ist fertig. Okay, ich glaube, das lassen wir auch gerade so. So, ich schaue schnell nach dem Truck. Wir stehen gleich im Weg. Diesmal fahre ich dann aber gleich nach rechts raus. So, hoffentlich klappt das soweit vom Wendekreis. Jo, dann würde ich sagen, wenn wir hier oben sind, nehmen wir noch ein paar Liter mit. Dann brauchen wir da nicht vielleicht nochmal den Kollegen nochmal abzutanken. Dann könnte das vielleicht in einem Schwung durchlaufen. So kann er sich zumindest hier nochmal, bis die 61.000 Liter voll sind, entleeren. Den Rest in einem Schwung durchfahren, dann ist das okay. So, und jetzt können wir im Prinzip das Ganze ins Silo bringen. Den Rest schafft er auf alle Fälle so. Müsste er eigentlich schaffen, weil die letzte Spur ist ja nicht mehr so breit. So, und was wir auch noch geschafft haben, ist schon wieder die Folge. Mein Gott, die Zeit geht so schnell rum, das ist ganz schlimm. Wir kommen hier zwar gut voran, aber man hat schon wieder so viele Sachen im Kopf, die man gerne noch hier und da und dort erweitern und ändern möchte. Und auf einmal, schwupp, ist die Zeit schon wieder vorbei. Nun gut, dann machen wir in diesem Sinne in der nächsten Folge ganz normal weiter, werden den Rest der Ernte einfahren, düngen das Feld 16 als erstes dann mal.
Und wenn die Condor hinten dran gleich loslegen lassen, dass wir unseren Versatz haben. Denn wenn die Condor dann mit dem diesmal ausnahmsweise noch weißen Feld 16 durch ist, kann die dann gleich weiter zum Feld 15. Da müssen wir aber dann warten, bis eine Wachstumsstufe durchgelaufen ist. Damit wir, wie gesagt, unseren Versatz zusammenkriegen, ist aber auch erstmal kein Problem. So, und dann ist das hier soweit auch vom Tisch. Wir fahren mit dem Truck schon mal hoch. Gucken, ob wir das schaffen, dass er das Rohr hier noch ausklappt. Das wäre natürlich optimal. Ah, angedotzt. Das war auch wieder toll. Ja, und der Helfer bleibt stehen und lässt das Rohr einfach mal mittendrin stehen. Wunderbar. Ich bin begeistert, Helfer. So, ja, so hätte ich das gerne von Anfang an gehabt. So, damit sind wir durch. Die Ernte ist geschafft. Wie gesagt, wir müssen jetzt gleich mit der Einsaat weitermachen. Das werden wir dann noch durchziehen und dann so die ein oder andere Baustelle noch in Ordnung bringen. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen was noch zu tun. Und ja, wenn wir das aber erstmal abgearbeitet haben, dann können wir ein wenig gechillter an die Sache gehen und können uns das alles in Ruhe dann auch nochmal anschauen. So, den Knaben brauchen wir hier erstmal nicht mehr. Weil, wie gesagt, 15 ist noch nicht eingesät, 16 wird erst eingesät. Also fahre ich den jetzt aber in der Folge nochmal schnell runter, dass wir den zumindest schon mal wieder auf dem Hof haben. Und dann sind wir damit soweit durch. Ja, denke ich mal, das passt soweit. Und ja, hier, wie gesagt, düngen, da ist das Ende. Also wir haben so gut das halbe Feld mit einem ja, Mistwagen sozusagen vollbekommen. Das ist gar nicht mal schlecht. Für das Feld 16 ist das eine gute Ersparnis. Und wie gesagt, die Kühe bringen ja auch noch ein bisschen was rein. 68.000 Liter sind es zwar jetzt nur noch, aber es wird auch noch ein bisschen mehr werden. In diesem Sinne sage ich aber erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen. So, ganz kurz nochmal gestutzt, aber alles okay. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sprich also bis morgen. In diesem Sinne, Servus und Tschüss.